lecker. Guckt ihr das an? Jemand hat einmal die Schokoladenteiler gegessen. Huch, wer könnte das gewesen sein? Verdächtigst du jemanden? Nein, aber ich muss diesen Bösewicht dran kriegen. Aber Sam, wenn du den Verbrecher suchst und deine restlichen Taler unbeaufsichtigt. Oh, du hast recht. Lass uns doch eine neue Schatztruhe aus Pappe machen. Mit einem riesigen Vorhängeschloss, um sie zu verstecken. Ja, großartige Idee. Lass uns eine Schatztruhe machen. Hey Leute, heute machen wir eine Schatztruhe für Sam. Wo ist er überhaupt? Hey alle! Susi, ich habe so Pappstreifen geschnitten, wie du gesagt hast. Ich habe sie sogar bemalt. Cool. Unsere Schatztruhe wird richtig schickimicki. Wichtig ist, dass wir uns Zeit lassen und vorsichtig mit dem Heißkleber umgehen, damit wir uns nicht verbrennen. Aber wir müssen noch so früh wie möglich fertig werden, damit ich den Dieb suchen kann. Keine Sorge, wir haben genug Zeit, ihn zu finden. Ja, ja. So ist auch meine Schokolade verschwunden. Ich habe zu lange gebraucht, um sie zu vernaschen. Naja gut, was kann ich noch tun? Sonst sind sie immer recht schnell in deinem Bauch gelandet. Oh, du könntest die anderen Seitenwände der Truhe kleben. So wie hier. Ein Süßmaul zu sein, ist kein Verbrechen. Aber den letzten Vorrat vom armen Sam zu klauen schon. Wie auch immer, ich mach's. Schon fertig? Ich bin auch gerade fertig. Ja, hast du etwa vergessen, dass ich der schnellste Schleim der Welt bin? Ja, niemand kann dich im Süßigkeiten-Schnellnaschen schlagen. Okay, lasst uns diese Streifen, die ich vorher bemalt habe, an die Seitenwände kleben. Ach, das wird ja wie eine Holzkiste aussehen. Aber aus Pappe. Aber Pappe ist doch aus Holz. Also ist es Holz. Sam, du hast völlig recht. Kann ich das auch mal versuchen? Na klar, sofern du dich nicht selbst an die Pappe klebst. Was glaubst du, wer ich bin? Fertig. Cool. Und das Teil kleb ich ran. So. Schau, Sam. Ich habe die Oberseite gemacht. Was sagst du? Und ich habe ein bisschen Pappe für dich, damit es schneller geht. Gut gemacht. Die kleben wir zusammen. Bitte auf Zeit. Lasst euch wirklich Zeit. Hier kann man schnell was falsch machen. Okay, okay. Aber trotzdem können wir uns beeilen. Na gut. So, die Scharniere. Okay, ich glaube, mit dem Deckel sind wir fertig. Können wir jetzt endlich mit dem Schloss beginnen? Willst du die Truhe nicht erst dekorieren? Ach, nö. Das Vorhängeschloss hat die höchste Priorität. Wow, hast du etwa dein eigenes Schloss designt? Cool. Sam, bist du dir echt sicher, dass wir so ein kompliziertes Schloss brauchen? Na klar, und das war noch nicht alles. Bin gleich zurück. Na gut, ich gehe schon mal an die Arbeit. Ich bin so froh, dass du mir hilfst, meine Schokotaler zu beschützen. Oh, na gerne doch. Ich glaube, das ist fertig. Was kommt als nächstes? Zeig dir die Löcher. Ich sehe, du hast dich gut vorbereitet. Hier gibt's noch ein paar Details. Du bist ja ein richtiger Vorhängeschlossmeister. Ja, hab schon immer davon geträumt. Oh, bist vorsichtig mit dem Bohrer. Dieses Schloss sieht echt beeindruckend aus. Ich sag euch, Sam hat das echt gut studiert. Schon ein cooles Schloss, oder? Ja, bin sogar ein bisschen neidisch. Wie wird das funktionieren? Eine Sekunde. Oh. Jetzt machen wir einen Schließmechanismus mit diesem Stäbchen und einer Kugelschreiberfeder. Sam, vielleicht sollten wir es lassen. Was meinst du? Nein, nein, nein. Wir müssen das beenden. Ich meine, das ist echt kompliziert. Ich glaube nicht, dass der Dieb nochmal zum Tato zurückkehrt. Susi, verstehst du das denn nicht? Natürlich wird er zurückkommen, wenn ich ihn nicht einfange. Na gut, okay. Jetzt müssen wir all diese Schlossteile auf die Holzdübel stecken. Warum habe ich nur vorgeschlagen, dass wir so eine Truhe mit Vorhängeschloss machen? Hätte ja nicht gedacht, dass das so lang dauert. Was murmelst du da, Susi? Ich sing nur so vor mich hin, während ich hier bastle. Oh, ich liebe Songs. Hier ist mein Lieblingssong. Sam, 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 der beste Schleim der Welt. La, 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 super Sam. Sam, du enttäuschst mich nie.
Siehst du, ich habe dich zum Lachen gebracht. Psst, Leute, was ist euer Lieblingslied? Schreibt in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass sich deine Songs in den Playlisten der Zuschauer wiederfinden. Werden wir sehen, Susi. Guck mal, ich habe eine Vorrichtung für das Schloss gebaut. Oh, genau zur richtigen Zeit. Hey, was ist mit dem Schlüssel? Hier ist er. Und noch einer. Susi, warum brauchen wir den zwei Schlüssel? Na, wenn du einen verlierst, hast du noch einen zweiten. Den sollte ich irgendwo hingeben, wo ich ihn nicht verlieren kann. Lass ihn doch bei mir. So kommt er garantiert nicht weg. Okay, so machen wir es. Jetzt noch das letzte Detail. Ich habe ein Loch gemacht und jetzt ist der Schlüssel fertig. Dann können wir jetzt die Schatztruhe dekorieren. Wow, das ist ein echt cooles Vorhängeschloss. Weißt du, Sam, ich glaube, das Meer passt ganz gut zu der Schatztruhe. Oh ja, Schiffe, Totenköpfe, Oktopusse. Yep, erinnert mich an eine andere Truhe, die wir gemacht haben. Weißt du noch? Klar, das war die wundervolle Schatztruhe von Captain Davy Jones. Dieses Mal haben wir auf jeden Fall Jolly Roger drauf. Bin auch dafür. Deine Schokotaler sind Gold, Sammy. Die gehören in so eine schöne Truhe. Richtig, ein Piratenschiff würde gut dazu passen. Hier ein silbernes Schiffsabbild. Das kleben wir an die Seitenwand unserer Truhe. Perfekt. Ich finde ja, ein Schiff ohne Segel sieht nicht wirklich gut aus. Alle an Deck. Setz die Segel. Großartige Idee, Sammy. Die Segel sehen super aus. Was denkst du denn? Ich will nur, dass meine Talersammlung auch sicher ist und gut aussieht. Haha, wir sind die Schokotaler-Diebe. Keine Truhe der Welt kann sich vor uns verstecken. Susi, das ist nicht lustig. Hey Leute, vielleicht habt ihr ja den Dieb gesehen. Schreibt in die Kommentare. Hat dein Dieb denn keine Spuren hinterlassen? Hat er nicht. Es gibt nichts. Sogar die Taler sind verschwunden. Oh, ganz vergessen. Wenn ihr das Video mögt, gebt einen Daumen hoch und klickt auf die Glocke. Ha, du ermahnst mich immer, dass ich so viel Müll mache, aber schmeiß selber mit Pappe um dich. Oh, das ist kein Müll, Sammy. Aus diesen Teilen werden wir eine Kette für deine Truhe machen. Wir müssen die Kettenverbindung Stück für Stück kleben. Nämlich so. Sam, kannst du mir dabei helfen? Die Kette zusammen zu kleben? Na klar. Lass uns eine Wette draus machen. Mal gucken, wer schneller ist. Ich bin fertig, bevor du überhaupt angefangen hast. Ha. Ich glaube, Sam wird's versauen. Was denkt ihr, Leute? Oh. Kein Tropfen Schweiß. Ups, ich glaube, du hast mich geschlagen. Ich bin halt klein, also bin ich schneller. Und du? Na, guck mal, wie groß du bist. Sammy, warte. Sagst du etwa, ich bin... Oh nein! Ich sag doch nur, du kannst dich schwerer bewegen wegen deiner Größe. Sam, das reicht. Du machst es nur noch schlimmer. Guck mal, was ich kann. Nicht schlecht, oder? Oh, ich will auch. Abracadusi! Öffne die Truhe, Susi! Na gut. Und? Was sagst du? Cool? Sie ist wunderbar. Lass uns sie mit ein paar Schätzen befüllen. Hier ist euer neues Zuhause, meine lieben Taler. Super, Sam. Jetzt kannst du sie schließen. Stimmt. Die Taler sind jetzt gut geschützt. Der Dieb wird sie nie wieder klauen können.
Endlich gehören alle Taler mir. Ah, ich wusste es. Ich hab den Jeep. Ups, es ist nicht, wonach es aussieht. Ach nein, ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Ich hab sie nur nachgezählt. Ja, ich glaube dir nicht. Aber ich verstehe dich. Meine Schokotaler sind sehr lecker. Wie auch immer, sag einfach Tschüss zu den Zuschauern und lass uns naschen gehen. Hurra! Danke dir, Sammy. Leute, abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch. Klickt auch auf die Benachrichtigungsglocke und verpasst keine Videos mehr. Tschüssi!